Hallo meine Pokéfreunde und Pokénetten, willkommen zu einer neuen Folge von SpongeBob, der Film GBA Version, wie auch immer. Ja, wir sind hier in der zweiten Welt stehen geblieben beim Endboss und den werden wir jetzt mal machen. Ich habe lange nicht mehr gespielt, deshalb bin ich ein bisschen rausgekommen, aber ja. Kampf in Thakna, keine Ahnung, ich habe es auch nicht verstanden. Und da haben wir unseren Boss. Ihr müsst die Jungs mit den Babygesichern sein. Zeit euch auszuschalten. Nein, Sir, sie scheinen uns mit anderen Jungs mit Babygesichtern zu verwechseln. Vor allem, weil ich eine andere Stimme habe als sonst. Tut mir leid. Ja. Ja. Okay. Ich habe vergessen, wie der geht. Ah, okay. So geht auf jeden Fall nicht. Ah, okay. Hä? Was? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Nicht treffen lassen, oder? So. Das war's. Ich habe ihn richtig schlecht angeschnitten, das ist voll einfach. Der konnte gar nichts. Das ist eine Enttäuschung. Und boom. Oder nicht. Hey, der Schlüssel. Ich kann nicht glauben, dass er den Schlüssel zum Bürgermobil hatte. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich SpongeBob so voicen soll. Da ist es. Das Bürgermobil. Zurück zur Suche nach der Männlichkeit. Yeah, neues Passwort. Nee. Nice, wir haben jetzt hier kleinen Platz zum Laden, ja. Abkürzung. Sollen wir was kaufen? Lass mal gucken, was wir kaufen könnten. Okay, so bereit. Was haben wir denn hier? Ein Extra-Leben, ein Eimer und... Das ist geheim, was könnte es sein? Lass mal holen. Oh! Ach wait, schalten wir so die ganzen Felder frei und nicht anders? Wenn das so ist, dann will ich es wirklich machen, freischalten, aber wollte noch etwas anderes kaufen. Ja, lass mal gucken. Oh. Also wenn das wirklich jetzt stimmt, dann... Ja, dann würde ich es eventuell sogar wirklich machen. Wollen wir es eben machen? Komm, wir spielen das eben. Das Display wird eh nicht lang. Ich habe auf die Uhr geguckt. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Ja, okay. Kann sein, dass die Folge ein bisschen länger wird. Ah, fuck, wie mach ich das nochmal? Ich muss mal nochmal reingehen ins Level. Kann irgendwas nicht stimmen? Ach so! Dieter, so was! Ach so! Okay. Okay, das war noch einfacher als das letzte. So, jetzt müssen wir Glück haben. Ja, wir haben Glück! Yay! Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen gedauert hat mit dem Level, aber ich hatte vergessen, welche Taste es war, aber jetzt weiß ich es wieder. Ja, ich guck mal kurz, ob das jetzt auch wirklich kaufbar ist, die anderen. Ja, ist es! Ey, krass! Das andere brauchen wir alles eh nicht, also von daher. Nice! Das ist echt nice, okay. Gut zu wissen, echt gut zu wissen. Echt. Nein, brauchen wir nichts. Ja. Dann machen wir das mal auch nochmal eben. Und ja, wir können einfach mal ein paar kaufen. Ich werde dann hier ein bisschen cutten alles und alles kaufen. Ah! Ich mach noch so. Das Level ist komisch. Oh, okay. Tut mir leid, dass ich nicht so geredet habe. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, die Level so ein bisschen gestaltet. Ah, okay, egal. Oh, Leute, ich glaube, ich habe hier gerade ein extra Leben gekauft. Kann das sein? Egal. Nicht wichtig. So, und das vierte Level auch nochmal gekauft. Hey, das wäre eigentlich voll chillig. Da müsste ich nichts suchen. Ich dachte, ich müsste die Level irgendwie alles durchsuchen und die Level so freischalten. Aber wenn nicht, dann könnte ich eventuell sogar das Display auf 100% bringen. Nicht unbedingt in den Folgen alles packen, aber am Ende mal vielleicht irgendwann so die letzte Folge, wo ich das dann mache. Verloren. Ups. Habe ich jetzt ein One-Up verloren? Wäre ja voll lame eigentlich. Okay, hier sterbe ich also. Hier muss man richtig gute Sprünge machen.
Shit! Ach, als ob. Yay, geschafft! Das war echt schwer. Das war das Schwierigste bisher im ganzen Spiel, kann das sein? Yay, wir haben eine Muschel bekommen dafür. Yay! Das hat sich gelohnt. Ja gut, ich brülle ja 100%, von daher. Ich glaube, wir verlieren keine One-Ups dadurch. Hoffe ich. Ich kann mal gucken, ob ich mir was leisten kann. Und so, genau, eine Muschel bis zu kaufen. Wollt ihr heute was kaufen? Ja. Wir wollen gerne das nächste Level kaufen. Okay, wir haben das fünfte Level auch freigeschaltet. Gibt den nächsten, die können wir noch nicht leisten. Also das ist das letzte und dann gehen wir in die dritte Welt rüber. Mich nervt es, dass sie fragt, willst du doch was kaufen? Ich sag, nein. Bist du dir sicher? Ist ja nicht so, als könnte ich raus und reingehen die ganze Zeit. Aber egal. Oh, oh. Was ist das denn? Ich muss ehrlich sagen, ich hab's noch nie gesehen. Oder ich kann mich einfach nur erinnern. Ach, fuck! Oh, nein! Und tot. So, jetzt werden wir ja sehen, ob ich wirklich einen Warner verloren habe. Ich glaube aber nicht, nee. Kann ich nicht glauben. Nee. Ist nicht so. Okay, okay. Rüber. Große Sprünge am besten machen. Ach man, als ob der jetzt noch in die Seite geht. Hätte ich es wissen können? Vielleicht. Egal. Gut. Jetzt glaube ich, schalten wir irgendwas frei vielleicht. Ich bin schlecht bei hier sowas. Ehrlich, ich bin echt schlecht bei sowas. Übrigens habe ich richtig Bock irgendwie auf so Switcher-Spiele. Keine Ahnung wieso, aber ja. Und es werden auch so gesehen wieder so Switcher-Let's Plays kommen, wie auch immer. Aber jetzt betreten wir was in die dritte Welt. Die Wüste. Die Wüste, die ging nicht voll klar, glaube ich. Kann mich nicht ganz erinnern, aber ich glaube, die ging voll klar. Die lange Straße betreten wir. Yeah, das ist ein geiles Level, weil es wieder mit der Musik zu tun hat. Ich liebe die Musik wieder mal. Ich singe mit, auch wenn das eventuell cringy ist. Das sucht mich gerade nur obwohl. Ich muss einfach mitmachen, das ist richtig, richtig geil. Auch wenn die Wüste noch nicht wissen, wie die Wüste aussieht und ich bin fast tot. Ja, das ist nicht sehr schlau, wenn wir mal alle ganz ehrlich sind. Ich bin nicht so gut. Trotzdem lieb ich die Musik und ich bin nicht so gut, weil ich lange nicht mehr gespielt habe. Das ist meine Ausrede, ja, das ist es. Yeah, ich liebe die Musik. Das sag ich wahrscheinlich immer, aber das hören. Yeah. Was? Schon zu Ende? Nein! Was? Nein! Nein! Das kannst du mir nicht antun. Dann habt ihr jetzt noch mal eine Runde mit mir zum Singen. Diesmal dürfen wir nicht verlieren. Das wird der beste Run der ganzen Welt. Ne, yeah. Falls ihr euch wundert, wieso im Outro die Musik mit Soundeffekt ist, das liegt daran, dass es keine Audiodatei von dieser Musik gibt. Leider würde ich gerne, sonst hätte ich's ja auch gemacht, aber ohne geht es halt schwer, also und play me.
Preview. Seht ihr, jetzt bin ich besser. Wenn ich mich so ein bisschen konzentriere, dann geht's auch. Ja, außerdem habe ich auch schon ein bisschen länger nicht gespielt, also das kann man nicht verzeihen, oder? Das war voll easy. Ich bin gespannt auf die E-Welt. Ich hoffe, die ist chillig. Sonst raste ich noch aus. Yeah. Leider müssen wir jetzt wieder absteigen und selber beginnen. Ja, ich werde in jedem Leben-Level von sowas sehen, dass ihr Bescheid wisst. Und hier haben wir nun den Durchgang in die tote Wüste. Wieder unterwegs. Oh, die Welt war gemein. Ah! Ach Mann. Ja, die Welt ist schwer. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und pschu! Oh, hui. Oh! Oh, ich wollte gerade sagen, sterbe ich jetzt oder was? Was? Ey, das ist doch unfair. Ach, mach ich jetzt nur so. Wir gucken jetzt zu. Oh, warte. Jetzt. So, okay. Fuck, ja. Yeah. Tut mir leid, ich versuche ein bisschen zu schneiden, aber ab jetzt brauche ich eigentlich gar nicht mehr, weil jetzt geht es wieder ganz normal los. Ja, ich bin irgendwie schon ein bisschen so gehypt auf das Spiel. Vor allem, weil wir schon bald durch sind mit dem Spiel. Wir sind schon bei der Hälfte, glaube ich. Würde ich jetzt schon sagen, ehrlich gesagt. Ungefähr auf jeden Fall. Ungefähr so bei der Hälfte oder fast oder auf dem Weg. Ach, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Boah, das war gerade ein richtig gruseliger Gegner. Ich dachte gerade, der würde mich irgendwie töten wollen oder so. Weißt du nicht, wie ich darauf komme, dass die Gegner mich töten wollen, aber ja, ist echt so. Und Kontrollprung. Ja, genau. Hä? Okay, nice. Oh, hier ist ein Krabbenburger, nice. Die heilen nämlich, was ich noch nicht gesagt habe. Oh, hallo. Oh, warte, wie kommen wir denn da hin? Okay. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Da werden wir sogar abgeschmissen. Von irgendwelchen Aslaks. Ah! Hä, was? Okay. Okay, alles gut. Ich muss mich noch ein bisschen konzentrieren, deshalb rede ich nicht so viel. Als ob. Nee. Ich habe nur noch ein Leben. Bitte nicht. Und jetzt stirb! Hier kommt bestimmt noch einer. Locker. Was ist das denn für einer? Oh mein Gott, das war so knapp. Alter. Oh, das war's. Echt? Das war ja irgendwie ein kurzes Level, habe ich das Gefühl gehabt. Oder ich habe einfach gar nichts angeguckt. Ja, hey. Wenn wir Glück haben, schaffen wir sogar die Welt in dieser Folge. Das wäre richtig krass. Seehöhle ist das nächste Level. Oh, jetzt sind wir hier angelangt. Ab jetzt wird das Spiel schwer. Und ich bin genau am falschen Zeitpunkt dadurch gegangen. Diese hier, die töten einen instant. Das wollte ich nur sagen. Und ja. Die nächsten Level, die werden jetzt nur noch schwer. Oh, ja, dachte mir schon. Ja, wenn der Boden hier so ist, dann wird auf jeden Fall so ein Ding runterkommen. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das Massaker an hier. Das ist ein Spiel für Kinder. Ja gut, Mario World eigentlich auch. Okay, ich warte hier kurz. Pass auf! Okay. Wir werden nicht besiegt und ihr könnt uns nichts anhaben, denn wir sind die Besten. Oh yeah, yeah, yeah. Gut, nicht mal kurz sterben. Dankeschön. Hier geht's weiter, glaube ich. Sollte es? Ja. Oh, ich dachte gerade, ich wäre jetzt tot, aber nee, kann man sich saven. Okay. Ich hab echt Angst, ohne Scheiß, ich hab echt Angst bei dem Level hier. Nicht nur, dass es gruselig ist, damit hatte ich keine Angst. Ich dachte mir nur so, okay, ruhig Blut, das schaffst du.
Ich habe echt keine Ahnung. Manchmal denke ich so, der kommt jetzt bestimmt runter und ich bin tot, weil ich dumm bin oder sowas. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht so. Fuck, da war irgendwas. Oh nee, ich hab's gesehen, aber ich wusste nicht, was es war. Ja. Ich mache einen kleinen Cut, wir sehen uns unten wieder. Oh wait, wir sind sogar hier. Okay, dann wollen wir nichts cutten, das ist ja gut. Bitte lass mich durch. Ja, yes, yeah! Okay, wir haben es, glaube ich. Ja, wir sind gleich durch. Wir sind gleich durch im Level. Yay! Yay, 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 yay. Ihr könnt uns gar nichts. Immer noch nicht. Nein, 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 nein. Yeah, das läuft bei uns richtig gut. Finde ich. Auch wenn wir ein paar One-Ups verloren haben. Ich bin halt nicht so gut wie damals. Was komisch ist, aber. Ich habe sein Geschwür gespielt. Okay, bitte. Entschuldigt das. Gut, vorletztes Level. Der Seejodler. Vielleicht ist die Welt auch einfach nur kurz, aber keine Ahnung. Oh Gott, das Level! Oh mein Gott, das ist das... Fuck. Ja, verkackt. Das hier ist das schwierigste Level. Okay, nicht das schwierigste Level, aber eins der schwierigsten Level. Was wir machen müssen... Wir müssen jetzt wegrennen. Das machen wir noch in dem Part. Vielleicht ein Boss auch noch, wird bestimmt nur kurz sein. Wir müssen rennen. Wir müssen den kürzesten Weg nach unten nehmen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Null. Weil sonst... Seht ihr? Werden wir zerquetscht. Ich werde jetzt aber ein bisschen schummeln, sage ich mal. Damit meine ich... Fuck, fuck, fuck. Ah! Oh, fuck. Oh, oh, nein, das... Oh Gott, oh Gott. Ich werde, wenn ich bevor ich sterbe, am besten verlassen drücken, weil das geht. Und ja, ich habe Angst, dass ich sterbe. So, Spaß. Vielleicht mache ich es, aber nur, wenn ich richtig schlecht war oder wie sowas. Übrigens werde ich hier oben nicht getötet, wenn ich es berühre, nur wenn es mich zerquetscht. Oh! Ja, yes. Danke, danke schön. Jetzt habe ich viel mehr Zeit, überleben zu können. Oder auch nicht! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das Level gibt mir jedes Mal so fucking viel Adrenalin. Ich denke mir immer so, okay, werde ich diesmal schaffen oder nicht? Hier lang, nein! Fuck. Fuck, fuck, fuck. Falsch, 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 falsch. Hier runter, hier runter, hier runter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kommt es? Es kommt! Nein! Oh, wir sind durch! Oh, jetzt kommt das hier. Jetzt müssen wir überleben. Jetzt ist es so ein bisschen Tetris-Style. Keine Ahnung. Okay. Wir müssen hier einfach den richtigen Weg gehen hier. Das heißt, jetzt nach links. Und gleich können wir dann raus. Oder jetzt schon? Nee, noch nicht. Oh, das ist so spannend irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber guck durch diesen kranken Shit mal an, ey. Und sowas verkauft. So ein Spiel wird halt kleinen Kindern da verkauft. Ich meine, ich habe es damals geschafft. Halt zwei, dreimal gestorben. Weil es schon ziemlich krass ist, aber. Es ist halt so gemacht, dass man es schafft. Es ist jetzt nicht richtig krass schwer, aber es ist trotzdem irgendwie so schon ein bisschen creepy, habe ich das Gefühl. Oder finde ich halt, ja. Aber wir sind durch und da oben ist sogar ein One-Up. Yes, yes! Das habe ich, glaube ich, früher nie bekommen. Keine Ahnung, ja. Aber wir sind, glaube ich, durch. Das sollte es gewesen sein. Und wenn nicht, und wenn nicht... Wenn nicht, ey. Aber doch, sollte es, ja. Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt noch kommen soll. Oh, yeah! Drei extra Leben, nice! Die gefallen mir. Hey, lass mich doch. Hä? Von hier oder was? Yay, okay. Und geschafft! Yes! Yes, yes, yes! Gut, wir machen den Boss noch. Und in der nächsten Folge machen wir Welt 4. Krass, wie weit wir so schön sind. Okay. Ich werde ganz kurz... ein Safe State machen, ganz kurz. Okay, weiter geht's. Das letzte Level. Eiscreme-Monster. Oh, das könnte ein bisschen dauern. Das ist ein nerviger Boss, glaube ich. Komm her, meine Süße, kommt und holt euch ein wenig Eiscreme, meine Süßen. Nein, danke. Angsteinflößende Oma-Zunge im Maul eines Monsters. Eiscreme. Okay. Ah!
war eine Falle. Ja, was, wir müssen jetzt, ich weiß selber nicht, was wir machen müssen, aber auf jeden Fall müssen wir ausweichen. Und ich glaube, gleich rennen die zu und wenn man dann die Zunge sieht, dann muss man auf die Zunge springen. So war das, glaube ich. Oh, fuck. Ja, genau. Hä? Ach so, Schampfattacke. Nee. Ach, auf den Kopf. Nein. Wir müssen auf den Kopf springen. Genau so war das. Wir müssen ausweichen und dann, wenn die Zunge raus ist, müssen auf den Kopf springen. Genau so war das. Bitte nicht labern, ich weiß auch alles, ja, da, juckt mich nicht, du kannst sein, wach auf, hören zu reden, dankeschön. Okay, der Boss ist das am schwierigsten von allen. Aber ihr merkt auch schon, das Spiel wird schwieriger und ich werde schlechter. Ich war früher so krass gut. War wahrscheinlich, weil ich das Spiel so oft gespielt habe, denke ich mal, aber trotzdem. Ach komm, warum hat er mich denn jetzt gerade getroffen? Bams. So, ein Leben ist von ihm besiegt. Am besten immer hier hinten bleiben. Außer schmeißt halt. Dann sollte man einfach in die Richtung gehen. Ja. Immer ausweichen. Am besten immer hinten bleiben, damit man hiervon nicht getroffen wird. Und dann hier. Bam! Okay, noch ein Leben. Jeder hat ein Leben. Okay, Leute, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich schaffe es. Ihr Eis kriegt das. Ist nicht einfach zu deutschen. Muss ich ehrlich sagen. Zumindest finde ich das so. Und geschafft! Bam! Das war der härteste Boss. Aber wir haben es mit nur einem Death geschafft. Und da bin ich stolz. Das ist cool. Yay! Da haben wir noch, ich glaube, drei Bosse vor uns. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich schaue auch das nächste Mal zu bei SpongeBob, der Film. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Klickt irgendwo hier an den Seiten ran, um cool zu sein. Keine Ahnung. Haut rein und ciao.